Ja, hey Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt's mal wieder ein Commentary. Heute gebe ich meine Meinung zu Call of Duty Infinite Warfare ab. Also ich würde mal sagen, fangen wir direkt an. Ich habe mir den Trailer nochmal ganz kurz gerade angeschaut. Ich finde, würde mal sagen, es ist gar nicht so schlecht. Also wirklich, ich habe zum Beispiel bei Whisker Buster Master Scorpion die Gameplays gesehen. Ich fand das eigentlich ganz ansehnlich. Zum Beispiel den Boost finde ich nicht schlimm, weil man kann nichts machen, dass man weiter in die Zukunft geht. Vielleicht ist das bestimmt auch so beabsichtigt, dass man immer weiter in die Zukunft geht. Weil das wäre auch ein bisschen komisch, wenn dann auf einmal wieder so ein ganz normales Call of Duty ohne Rumgespringe da wäre. Außerdem finde ich es auch richtig cool, dass sie noch Call of Duty Modern Warfare Remastered dazu packen. Dann hat man auch auf der PlayStation 4 mit Call of Duty Ghost zusammen so ein Call of Duty, wo nicht so ein Rumgespringe ist. Außerdem würde ich es mir auch so kaufen, weil erstens kaufen mir eigentlich alle immer neue COD-Teile, weil ich es auch gerne ausprobieren will. Falls ich Infinite Warfare doch nicht haben will, würde ich es mir trotzdem kaufen, weil ich Call of Duty Modern Warfare Remastered unbedingt haben will. Ich habe auch die Version von COD 4 Modern Warfare noch gar nicht auf PlayStation 3 gespielt, also wirklich noch nie. So Leute, das war's auch schon zu diesem Thema. Und nochmal ganz kurz sagen, und zwar habe ich ja schon letztes Jahr angekündigt, dass die Halloween-Story kommt mit ein paar Kollegen. Die Story war richtig okay, aber wir kamen zwar letztes Jahr nicht dazu, aber dieses Jahr wird diese Story wahrscheinlich auf meinem Kanal erscheinen. Ich denke mal, das Ganze werde ich dann am Tag hochladen, wann Halloween halt stattfindet. Nochmal, weil ich gerade letztes Jahr gesagt habe, zwar am 25.10. habe ich mein erstes Video auf YouTube hochgeladen, also 2015. Also ist mein Kanal bald ein Jahr alt. Wohl ein Jahr alt ist er jetzt schon, aber bald mache ich ein Jahr YouTube auf diesem Kanal. Und ja, Leute, da will ich richtig feiern. Nice. Auf jeden Fall, Leute, danke fürs Zuhören. Schreibt mir doch gerne eure Meinung zu Call of Duty Infinite Warfare und Call of Duty Modern Warfare Remastered in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Obwohl es bei jedem YouTuber so einfach, niemand schreibt dann die Meinung. Aber mal gucken, wer diesmal schreibt. Und ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir auf jeden Fall Verbesserungsvorschläge in die Kommentare, falls ihr welche habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.